So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe vom JFD Live Trading TV. Heute war es ja nicht live, morgen dürften die Probleme vermutlich, oder ich hoffe mal, erledigt sein. Dann kann ich auch wieder live auf Sendung gehen. Am Abend wird ja immer die Sendung aufgezeichnet. Kommen wir heute zum DAX. Am Wochenende habe ich noch hier ein Buy Setup vorgestellt, ja, über dieser Linie, über das letzte Hoch 9880. Hätte, könnte der DAX eine Öffnung starten, habe ich am Wochenende erzählt. Davon war er aber jetzt relativ weit entfernt. Stattdessen hat er jetzt hier das Gap geschlossen und im Handelsverlauf wollte ich noch kurz oder kurz vor Handelsschluss wollte ich noch hier den Rücklauf an den EMA 10, also noch bis 9710, wollte ich dann als Kauf nutzen. Das trat nicht mehr ein. Der Tiefskurs war eben 9716, also hier knapp der Einstand verpasst. Aber blicken wir nochmal auf den Tageschart. Eben hier war Stundenchart. Die Kerze war für mich dann eindeutig. Es hätte halt hier einen größeren Rücklauf geben sollen. Dann wären wir jetzt hier long eingestoppt. Aktuell sieht es aus, als könnte der DAX eben mit einem leichten Gap Up vielleicht starten. Aber auch so ist die Konstellation der Kerzen erst einmal bullish. Also eine Rückeroberung von 9800 oder ein Heranlaufen an diese Marke wäre morgen möglich, direkt am Vormittag. Diese Buy-Marke bleibt weiterhin bestehen. Über dieser Marke müsste der DAX endlich dynamisch dann ansteigen. Kommen wir zum erst einmal zum Bund-Future, wenn der hier auf der Liste drauf ist. Ja, der ist hier. So, dann schauen wir hier mal in den unteren Zeitebenen. Heute Vormittag oder beziehungsweise am Wochenende habe ich noch geschrieben, unter dieser Marke sollte es Richtung 163 gehen. Hier würde man dann, ich war zwar nicht am Rechner, aber ich kann es da jetzt eben auch nicht ändern, eben eingestoppt und im Prinzip, ich habe zwar nicht ganz mehr den Stoppkurs da, aber ich habe was von 40 Punkten eben geredet, vom Einstoppen und zum Ausstoppen und da hat der Bund Future wirklich die ganze Strecke noch abgearbeitet. Zwar habe ich auch noch erwähnt, dass ein Hoch noch fehlen würde, aber so ein dynamischer Anstieg definitiv nicht gerechnet. Was danach kam, hat dann wieder komplett gepasst. Der Bund Future war schwach, was wohl niemand auch wirklich oder fast niemand so auf der Pfanne hatte. Leider war eben hier, wie gesagt, ein Einstoppen und Ausstoppen drin, wäre das so 1:1, was ich im Video gesagt habe, nachgehandelt hat. Aber wie auch erwähnt, es ist immer schwierig bei komplett antizyklischen, und das war natürlich ein komplett antizyklisches Setup, da einen Stopp nach oben zu definieren. Sei es drum, das Setup ist jetzt, sage ich mal, eher negativ, weil wie gesagt ein- und ausgestoppt. Trotzdem hat sich dann im Endeffekt die Arbeit gelohnt. Was jetzt hier sein kann, im Blick auf den DAX, präferiere ich immer noch ein Gap Close hier unten, auch wenn es eben anders dann zustande kommt. Alternativ, also an das untere Kursziel, glaube ich im Moment nicht, aber eben hier an dieses Gap. Zu den anderen Setups gerade oder Szenarien, der S&P 500 Index hat jetzt noch die Chance, die Konstellationen waren ja immer bullish, in den Videos erwähnt, also
Hier war definitiv auch noch kein Short drinnen. Ist ein Anlaufen der 1977er Marke. Vielleicht im Extremfall 1995 möglich. Eine komplette Rückeroberung des 2000er Levels halte ich im Moment eher für ausgeschlossen. Also dass jetzt hier noch hochkommt, ja, dann kommt, beziehungsweise sollte definitiv noch ein Rücklauf kommen und dann vielleicht nochmal eine Aufwärtsbewegung. Aber momentan, ja, warte ich eher auf einen größeren dann Rücksetzer, um da nochmal einzusteigen. Oder oben eben noch auf eine Short-Position. Die E.ON-Aktie konnte sich heute positiv entwickeln. Sogar gegen den Trend wieder. Da passt das, was ich letzte Woche gesagt habe, da bleibe ich investiert. Deutsche Bank hatte kein Kaufsignal ausgelöst. Twitter wurde man jetzt hier unglücklich ausgestoppt, weil auch das Gerücht der Fondsmanager bzw. die Gesellschaft hat es einfach zurückgenommen und hat gesagt, sie haben kein Interesse an Twitter und wurde direkt hier bei 17,80 aufgenommen, den Stoppkurs auf 60 hochgesetzt, also 20 Cent pro Aktie im Verlust. Im Hoch waren sogar 1 Dollar pro Aktie drinnen, war aber kein Teilverkauf angedacht. Es sollte ja an die 20-Euro-Marke gehen. Nun sieht es der Tageschart auch nicht mehr bullisch aus, also deswegen einfach abhaken. 20 Cent pro Aktie ist definitiv vertretbar, auch egal wie groß die Position war. Zum Bundfutsche hat man noch und zu Silber noch ein Wort. Hangelt sich hier an der Unterkante des Rainbows entlang. Soweit auch alles im Lot. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, morgen sollte es mit dem Livestream wieder passen. Danke.